heißt, eine Zeit lang konnte ich keine Videos machen. Ich war heiser, habe mir meine Stimme verkühlt. Das wollte ich euch nicht antun, ins Mikrofon zu krächzen. Ich habe teilweise mich selbst nicht verstanden oder gehört. Und die Halsschmerzen waren auch nur schwer erträglich. Es war auch der Grund, warum es jetzt eine Zeit lang keine Videos von mir gegeben hat. Das wird sich natürlich ändern. Und jetzt werde ich hier einige Themen aufarbeiten. Heute Thema Kamera. Es gibt halt eben viele Möglichkeiten. Jeder muss nur für sich dann die richtige finden. Ich habe gesehen, dass die Methode mit dem Inhelm-Filmen noch einer der besten ist und mir noch immer am besten gefällt. Und ja, die Entscheidung obliegt aber jedem dann selbst, wie er das Filmen gestaltet.